Ben und ich, Vince Carlsen 40 und ich, gehen dieses Jahr wieder auf Deutschland-Tour. Die Team-Melone-Tour geht in die nächste Runde. Ja, wir haben neues Bühnenprogramm, coole neue Inhalte, die es auch nie auf der Tour zuvor gab. Wir haben Überraschungen eingeplant. Wir haben coole Gäste, die auch mit dabei sein werden, die ihr vielleicht von YouTube kennt. Und vieles weitere. Seid jetzt dabei, holt euch eure Tickets auf Eventim und erlebt das Ganze live hautnah mit hier. Es wird mega geil und ich bin gespannt, euch auf der brandneuen Team-Melone-Revolution-Tour zu sehen. Hey, das ist wieder mal Carlsen 40 und willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Apollo. Und wir haben heute sehr groß geplant, weil ihr habt abnormal übertrieben mit Daumen hoch letzte Folge. Deswegen, übrigens hier nochmal, wenn ich starte mit dem Stein und allem drum und dran von letzten Mal hier. Ich finde es immer noch so abnormal, meinen neuen Hintergarten. Wenn ihr es verpasst habt hier, alles was hier neu ist, letzte Folge reicht um mich auschecken. Keine Angst, die Folge ist noch da. Ja, die Folge läuft nicht davon, also könnt ihr noch nachschauen. Dann freut die Folge sich, wenn ihr die nachschaut. Oder ihr habt sie dir gestern oder vor zwei Tagen gesehen, ja. Dann ist die Folge extra glücklich. Leute, wir haben heute viel zu tun. Das allererste, was ich euch sagen wollte. Ich habe letztens von Hades bei dieser Götterprüfung oder sowas es war. Oder von Hades den Banner bekommen. Ich habe die aufgehängt. Wir haben hier oben einen Banner mit so roten Werkzeugen, der rote Spitzhacke. Ich finde, das sieht richtig geil aus und so bunten Edelsteinen am Rand. Und hier oben in der Mitte haben wir quasi so eine Art roten Banner mit Diamantrahmen, was extrem cool und edel aussieht. Mit so einer Waffe auch noch drauf. Ja, Leute, ich hoffe, ich kriege heute auch eine Waffe. Ja, ihr habt schon sehr vielversprechend abgestimmt letzte Folge beim E, wie viel Waffe ich kriege. Ja, ihr seid anscheinend sehr auf meiner Seite, habt sehr viel Hoffnung in mein Unboxing. Leute, ja, kein Spaß. Wenn ich heute nichts kriege aus dem Unboxing, raste ich aus. Übrigens, ich habe hier ein bisschen Dings gemacht, fucking, weil das Problem ist, dass hier hinten, wenn ich mal hier ein bisschen abbaue, hier geht sich kein Raum aus. Guck mal. Hier ist direkt der Rand von meinem Berg. Deswegen dachte ich mir, mache ich wahrscheinlich hier keinen Dings hin. So, zack, kann ich wieder zubauen. Keinen Raum, ja. Wir werden hier einen Raum machen, aber hier nicht. Und Leute, ich habe noch was Neues, was ich euch zeigen kann. Ich habe nämlich hier oben einen neuen Ausgang. Und ich dachte mir, ich brauche eine Möglichkeit, wie ich hochkomme zu meiner Statue. Und ich dachte mir, einfach hier oben bei meinem komischen Ausguck-Dings eine Tür bauen. Und es gibt im Modpack hier eine Tür. Die ist immer so richtig riesig, so eine Doppeltür. Sieht so geil aus. Die öffnet sich auch hier in der Mitte. Abnormal. Dann kann man jetzt oben rausschauen. Und hier kommt man dann direkt hoch zu meiner Statue, falls ich irgendwann was machen will. Und jetzt meine Frage an euch. Was denkt ihr, kann ich in dem Bereich oben machen? Soll ich irgendwas hinbauen? Hier kann man ja raus, aber hier ist noch alles leer. Soll ich hier vor meiner Tür irgendwas hinbauen, was Spezielles? Habt ihr Vorschläge? Ich weiß nämlich nicht genau, was ich oben bauen soll. Außer kann man vielleicht einen Weg zur Statue hoch, aber habt ihr Vorschläge? Würde ich mich freuen, wenn ihr in die Kommentare ein bisschen was schreiben würdet hier. Weil ich bin nicht gerade sehr ideenreich, was die Gegend hier angeht. Übrigens, man sieht auch auf meiner Landkarte jetzt hier voll den neuen Fluss und Teich hier, den See, was ich angelegt habe. Richtig geil, aber okay. Leute, bezüglich Unboxing heute, ich habe mich auch bestens gerüstet, okay? Ich habe nämlich hier mir einen Glückstrank gemacht, weil ihr gesagt habt, Flo, der Trank mit Glückeffekt bringt was. Ich weiß nicht ganz, was es bringt, aber ich meine, Versuch ist es wert. Deswegen habe ich mir Glückstränke gebaut. Gebraut. Jedenfalls, ich habe einmal eine Splash Potion, einmal eine Luck Potion. Vielleicht bringt es nämlich was, wenn ich den Totem abwerfe damit. Dann. Es gibt hier auch einen Pfeil damit, einen Arrow mit dem Glückseffekt. Den kann ich mit einem Emerald-Bogen schießen. Und Leute, jetzt kommt der Teil, wo ich denke, dass es ein Fake ist. Diese Axt hier von Emerald macht plus 1600 Luck. Ich glaube, das steht einfach nur als Deko dabei, bei dem Namen. Ich glaube nicht, dass diese Axt wirklich plus 1600% Glück macht. Ich meine, wie auch. Das Schild macht doch einen Luck, kann ich mir so reinnehmen. Der Bogen auch. Ich glaube, es ist einfach nur, kam so ein Troll vom Mod-Entwickler, dass er plus 1600 Luck dazu schreibt. Es macht nämlich keinen Sinn, ja, ist eine Axt. Aber ein Versuch ist es wert, Leute, ja. Aber bitte, ich habe noch einiges gemacht. Ich habe hier die Boss-Statue von dem Boss, den wir besiegt haben. Wir haben irgendwann mal so diesen Creeper-Boss besiegt. Ich habe die eingefärbt, geht mega einfach. Und jetzt habe ich hier eine geile Statue. Und dieser super nervige Boss hier ist jetzt auch endlich eine Statue präsent. Also das ist geil. Und Leute, wir können hier endlich mal Saphir-Ohr abschließen. Wobei, ich lasse einfach hier alles andenken, dass wir im Livestream kein Saphir-Ohr gefunden haben. Aber ich wollte demnächst bald wieder einen Livestream machen, Leute. Also keine Angst. Kommt bald wieder. Aber ich will nicht so oft streamen, ja. Pop streamt ja richtig oft. Ich will, dass ein Livestream was Besonderes ist. Deswegen, Livestream kommt wahrscheinlich zu Ostern wieder oder so. Als Special. Also
seid schon gespannt hier. Ich krieg hoffentlich bis dahin meine Benachrichtigung im Stream gefixt hier. Aber kein Spaß, ich bin super gehypt auf einen Livestream. Übrigens, Quests. Wir haben viele Quests, die wir erledigen können. Unter anderem haben wir hier eine Quest, nämlich hier oben. Genau. Erledige 120 Quests. Ich habe durchgezählt. Wir haben mittlerweile schon 133 Quests abgeschlossen oder 134. Also das haben wir schon erledigt. Und das heißt, wir kriegen 3 neue Totems für unser Unboxing. Geil. So, gibt's eine Unterquest? Ja, gibt's. König. Erledige 140 Quests. Sollten wir bald haben, okay. Geil. Und wir haben so viel Money, Leute, ja. Ich bin der Money, der Millionär hier fast schon in Minecraft Apollo. Es ist unfassbar. Ich habe $3000. Bald kaufe ich mir mehr Chunks, aber keine Angst, Leute. Oh, hier warte ich noch ein bisschen Money noch. Titankäse habe ich noch bekommen. Also das ist auch schon richtig, richtig geil. Und Leute, ich wollte noch was zeigen. Ich habe euch letzte Folge erzählt. Hier hinten können wir vielleicht eine Bergfestung machen, weil schaut euch diesen Berg an. Der Berg hier ist fast dazu gemacht, dass ich hier eine Festung baue. Und hier drüben sieht man schon fast drüber bis zu easy. Ich kann ja mal schauen. Ne, ihre Claims sieht man nicht. Aber übrigens, wer hat bei mir entclaimed? 298 Chunks? Leute, da fehlen 2. Wer hat entclaimed bei mir? Wahrscheinlich am Spawn irgendwo. Aber easy hat doch richtig viele Chunks, glaube ich, mittlerweile schon. Jedenfalls, ich wollte hier bauen, in dem Berg drüben, die ist so eine perfekte kleine Gegend hier innen drin. So eine Bergfestung, so eine Schattenfestung mit den Blöcken von Hades. Ja, was ihr mir schon ewig sagt. Flo, du musst irgendwas mit den Blöcken von Hades bauen, Flo. Flo, yo mai. Deswegen, ja. Ich wollte hier eventuell den Berg so eine Festung bauen von Hades, so eine Lava-Festung. Ich finde das eine gute Idee, aber ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr denkt hier. Und ob ihr weitere Ideen habt hier dafür. Aber na gut. Und Leute, was auch noch aussteht. Ich habe ein paar Level gesammelt hier. Seit letzter Folge. Und ich wollte mir heute, warte mal, wo war es denn hier? Hier. Dornen 4 wollte ich mir auf meine Rüstung machen. Dann haben wir offiziell die absolute Boss-Rüstung. Schaut es euch an. Ultimative Enchantments. Ultimative Statistik. Guck mal, sogar mein Helm macht plus 0,5 Luck. So geile Enchantments hier überall. Unfassbar. Ich bin gespannt, wie stark wir jetzt wirklich sind. Habe ich mittlerweile schon Dings? Ne, wir müssen nächstes Mal vielleicht in den Nether schauen oder so. Um ein paar Wither-Knochen zu sammeln, weil ich brauche mehr Herzcontainer. Wir haben schon ein goldenes Herz, aber wir brauchen demnächst mehr. Übrigens, Leute, was richtig geil ist, ja. Ich habe nämlich etwas gemacht hier, ja. Was ich euch auch heute groß ankündigen kann, ja. Nämlich, ihr kennt wahrscheinlich aus Minecraft Deep und Minecraft Anubis das geile Anime-Intro, ja. Ich habe das so gefeiert damals, ihr habt es auch übelst geil gefunden. Und ich habe Chaos Paint angeschrieben, ja. Chaos.paint auf Instagram. Super geile Zuschauerin, ja. Die kann so gut zeichnen einfach. Ob die mir für Apollo auch ein Anime-Intro macht. Und sie hat ja gesagt und sie arbeitet jetzt in diesem Moment dran. Das dauert zwar ein bisschen, weil das Animieren mit Zeichnen ist brutal aufwendig. Aber Leute, Apollo kriegt ein Anime-Intro. Mit Hades, mit Titus, mit Easy, Nyx, Tobs, Loki, Zeus, Julian, mit Hekate, mit mir, mit Meloni und so. Es wird so geil werden, Leute. Ich bin gespannt. Ich habe schon ein Lied dafür. So ein Anime-Intro-Song. Ihr werdet es brutal feiern. Kein Spaß, ein Anime-Intro ist das Letzte, was noch fehlt in Apollo. Dann ist es offiziell ein absolut geiles Ultra-Projekt, ja. Es ist so nice. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber Leute, Apollo macht mir seit Anfang an so unglaublich Spaß, ja. Kein Spaß, manchmal schließlich beende ich eine Folge und bin ein bisschen sad, ein bisschen traurig, dass ich nicht weiter aufnehmen kann. Weil Leute, ich bin ein bisschen süchtig nach Apollo, ja. Und ein bisschen nach Totems und Shiny Boxen. Aber Leute, das ist nicht der Grund. Und Leute, ich arbeite doch gerade an Apollo Merch Designs. Also, es kommt bald ein Apollo Design raus. Es hat gespannt, mehrere sogar. Unter anderem, ich sag's nicht, ja. Es kommt was Spezielles. Was ja mega nice wird. Also darauf könnte ich freuen. Apropos Merch, ja. Wenn ihr noch nichts habt, shop.gerfisch.com, schaut vorbei hier. Denn ich werde einen von euch, der sich in dieser Woche oder bis Ende nächster Woche was bestellt, hier einfügen und grüßen im Apollo persönlich mit eurem Namen. Also falls ihr ein Teil von Apollo sein wollt hier, dann schaut vorbei. Ist egal, was ich bestellt hier, selbst wenn es ein Popsocket ist, ja. Im Angebot sind zurzeit hier der Riesen-Chaos-Floh. Der reduziert ist um, glaube ich, 30 Euro. Also ihr spart 30 Euro bei dem, glaube ich. Oder irgendwas in die Richtung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder 20 Euro. Sowas um den Drehraum. Und Slime ist auch reduziert. Also Leute, schon vorbei, Shop und Gas bekommen hier. Special-Angebot hier für kurze Zeit. Und natürlich, meine Tour ist auch im Ausverkauf. Leute, seit dem letzten Mal, seitdem ich es in der letzten Folge erwähnt habe, seid ihr ausgerastet. So, Leute, Köln, Karlsruhe, aber auch Leipzig. Das sind die drei beliebtesten Städte bei euch. Schaut vorbei, sichert euch Tickets und VIP-Tickets. Sonst seid ihr traurig, dass es
keine Ahnung, vorbei ist, ja? Oder falls ihr euch für Ostern was wünscht hier, wobei ich meine, es ist vielleicht ein bisschen zu spät, aber Rosenheim schon vorbei, Rosenheim ist bei München, könnt ihr auch aus Österreich vorbeischauen und Zürich auf bit.du/saftig, essen natürlich, ja? Hey, K.O.S.M.40, oh, Hades, hi, was geht? Du kommst nicht genau richtig. Ich wollte gerade mit dem Unboxing beginnen, Hades? Ich habe ein Geschenk für dich. Was für ein Geschenk? Ein Totem! Ey, geil, danke, Hades, ja, das freut mich. Ey, woher weißt du das? Ein Flaming Fury, ein Feuertotem, ja, von Hades. Ich meine, ich dachte, es könnte dir vielleicht eine Freude bereiten. Ja, danke, Hades. Feier ich echt abnormal. Okay, Leute, jetzt kommt der Moment, auf den alle gewartet habt. Okay, ich werde meine Sachen hier einlagern, nämlich meine Schulkerbox. Schulkerbox platziere ich hier. So, jetzt kommt alles, was wir in dem Moment jetzt nicht brauchen, hier rein. So, Bogen brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. So, Leute, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Was sagt sie? Hannes, wenn du schon mal da bist, Hannes, hast du Bock mitzumachen? Ich mache ein Unboxing. Ja, ich öffne übelst viele von den Totems, was du mir geschenkt hast zum Beispiel. Hast du Bock drauf? Klar, sehr gerne. Ey, cool. Hannes, dann machen wir ein Together-Unboxing. Und Herzen auch. Alles, was übrig bleibt hier, sind die Sachen. Das ist wichtig. Und meine Axt hier, die Potions, der Bogen, so. Das Schild mache ich in die Offhand, damit wir vielleicht Glück haben. Und die Pfeile. Was? Ich habe leider keine Erfahrung mit dem, was du Unboxing nennst. Aber ja, ey, cool. Danke. Hannes, du kannst auch ein paar Totems öffnen, wenn du willst. So, Leute, der Moment der Wahrheit. Alle Totems, auf geht's. Ich bin so gespannt. Und Leute, an der Stelle, falls ihr demnächst noch mehr Unboxing sehen wollt, ja, weil wir... Ich kann doch mal Totems sammeln. Falls ihr mehr sehen wollt, lasst der jetzigen Folge einen dicken Daumen hoch da. Ich habe so lange gefarmt hier für diese ganzen Totems. Es hat so ewig gedauert. Lasst ein Like, dann sehe ich, dass euch Unboxing gefällt hier. Dann mache ich demnächst noch mehr. Und wir haben auch noch 31 Shiny Boxen. Das machen wir alles hier auf. Abonniert mich, Leute. Falls ihr nur Zuschauer seid hier, habt ihr nichts verpasst. Ich mache demnächst jede Folge ein Unboxing. In irgendeiner Hinsicht. Also auf jeden Fall auf dem neuesten Stand bleiben. Aber okay, ich würde sagen, wir starten mit einer Titan-Case, ja. Dann mit ein paar Totems zwischendurch eine Shiny Box. Okay, Titan-Case. Ja, ist jetzt. Warte, wie schnell. Ah, egal. Aber Spitzhacke brauche ich nicht unbedingt. Ja, egal. Titan-Case. Das sind nicht so geile Items nochmal drin. Aber Leute, okay. Wir starten mal hier mit Luna Blaster. Den hat der Top schon mal bekommen. Also vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Okay. Das Wichtigste, Leute, bei dem Unboxing. Arnold Schwarzenegger, ja? Gib mir deine Kraft, ja? Gib mir dein Sixpack. Gib mir deine Armkraft. Hades, das ist Arnold Schwarzenegger. Ja, der gibt mir Kraft. Okay, frage einfach nicht. Okay. Dann mache ich jetzt hier Potion of Luck, okay? So. Ich bin gespannt. Und. Oh! Okay, ich habe Seeds bekommen und einen Banner. Komm schon. Was bewirken diese grünen Bällchen? Sind die stark? Nein, Hades, das hier sind Seeds. Wenn ich die bekomme, heißt das, dass ich nichts Gutes gekriegt habe, okay? Also die grünen Bällchen sind also nicht stark. Ja, die sind hart und nötig. Okay, und go. Hör, meine Axt ist kaputt gegangen. Okay. Vielleicht mit dem Bogen? Warte mal. Ja, Bogen auf Luck. Bitte? Oh! Immerhin, Luna-Token, okay. Immerhin, ich meine, könnte schlechter sein. So, wo habe ich den Water-Bottle? Warte mal, so, zack, weg hier. Okay, Hades, geht weiter. Ich gehe jetzt mal hier dafür nach draußen. Das ist hier der Himmelstab. Wir können mal anschauen, was das hier? Sky Staff. Ist ein Stab. Wo ist denn der hier? Es gibt, hier, Sky Staff. Oh, mit dem kann man, glaube ich, fliegen. So gut wie... Okay, das ist ein sehr gutes Totem. Okay, Hades, wenn du Bock hast, einfach mal mit der Hand draufschlagen auf den Totem, okay? Einfach drauf los. Ein bisschen fester. Oh, nur Seeds. Okay, Hades, nicht so schlimm, okay? Sky Stuff, komm. Hades, du musst sagen, Hochliebe Arnold Schwarzenegger, okay? Okay, egal, musst du nicht sagen. Nein, 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 ist egal, Hades. Einfach draufschlagen. Egal wie. Please! Oh, nur Seeds. Hades nimmt sich persönlich. Nein, ich weiß. Okay, ja. Vielleicht mit dem anderen Schwarzenegger-Schwert? Oh, Leute, ich sehe schon. Ich sehe schon, es wird heute ein langer Tag werden. Hast du immer so viel Pech? Naja, also. Hades. Ist ein schwieriges Thema, okay? Bitte nicht ansprechen. Oh nein. Leute, ich sehe schon. Ich will die ganze Folge einfach kein einziges Item kriegen. Oh nein, okay. Flo, ruhig bleiben. Ruhig bleiben, Flo, okay?
Vielleicht ist es der Aquatic Stuff. Aquatic heißt ja Aqua. Ich habe es mir noch nie geöffnet. Kann das sein? Aquatic Stuff. Der ist geil. Der schießt eine Wasserkugel auf den Gegner. Okay. Es ist ein Aqua, ein Wasserstab. Also vielleicht unter Wasser öffnen. Komm schon. Ich platziere die. Arnold Schwarzenegger. Ich weiß, deine Kraft hast du mir schon mal gegeben, aber es wäre nice, wenn du mich jetzt nicht bloßstellen könntest vor den Zuschauern. Komm, bitte. Komm schon. Vielleicht ist es der hier. Ein Banner. Bitte. Nein, die ertrinken. Die sind ertrunken, die Totems. Ich habe früher als Kind mal Totems geöffnet. Und drei Waffen aus fünf Totems halten. Warte, was? Hades. Du hast drei Waffen bekommen in fünf Totems. Und ich krieg nach 70 Totems nur eine. Ich dachte schon, das wäre schlecht gewesen, aber du? 3 in 5 soll schlecht. Okay, aha, das ist alles klar. Ich weiß ja auch, wo du wohnst hier. Please! Leute! Okay, alles klar, Leute. Ich werde weinen. Okay, Leute, kein Spaß. Die heutige Folge wird in die Geschichte eingehen. Als die absolut schlechteste Folge Apollo. Was mein Glück betrifft. Sound Cannon, ja? Vielleicht mit dem Bogen? Nein! Ey, der Bogen geht instant kaputt, was soll das? Okay, Tidal Great Blade, okay? Tidal Great Blade ist ein Totem. Das kann mir ein starkes Schwert geben, okay? Ich platziere es mal hier. Warte, ich mache einen 360 Noscope. Bam! Mein Bogen ist kaputt! Leute, ich hab. Okay, alles klar. Leute, vielleicht habt ihr recht gehabt mit dem 1 Million Seeds. Ich finde es aber nicht so witzig. Rosita Archgun, okay? Hades! Nimm dein Schwert raus und zeig mir, wie du 3 Waffen aus 5 Totems kriegst, okay? Kill alle 3 mit einem Schlag. Go! Seeds? Dein Ernst? Hades? Ist das gut? Hades! Oh, Hauptsache Hades kriegt instant eine Waffe. Hades! Das war jetzt dein 6. Totem? Rosidian Archer Gun. 10% Chance, einen freundlichen Rosid zu spawnen. Munition Holy Arrows. Ja, ist klar. Hades kriegt instant. Du, das kannst du behalten. Ja, danke, Hades. Danke für nix. Ich bin überzeugt davon, dass ich, nur ich, nicht Hades, nur ich, eine Pechsträhne habe. Leute, warum? Leute, seid ihr euch sicher, dass Blut den Effekt entfernt hat? Ich habe noch Lack ein bisschen. Viral Archer Gun. Okay, komm. Ich mach's wie Hannes. Pam. Was soll das? Leute, ich bin überzeugt davon, dass ich irgendwie einen Bug hab. Es buggt. Leute, es buggt. Ist nicht meine Schuld. Das Modpack buggt. Ja, okay? Es ist unmöglich. Wie viel hab ich schon aufgemacht? Hauptsache, alles kriegt instant. Okay, alles klar, Leute. Ich hasse mein Leben gerade. Flowercorn-Totem. Okay, vielleicht ist es der Raum hier. Okay, Flowercorn. Ein Blumenkorn. Vielleicht mit der Hand? Nein! Wie kann das denn sein, Leute? Dass ich nur Seeds krieg? Kein Spaß. Wenn ich heute einschlafe, habe ich einen Albtraum, wo ich nur Seeds, ja? Kein Spaß. Manche Leute sehen bei dem Albtraum, keine, wo die vielleicht irgendwo angekettet sind, ja? Wo die Welt brennt. Nein! Wenn ich einen Albtraum habe, sehe ich Seeds, ja? Nur Seeds vor mir. Das ist schlimm. Leute, kein Spaß. So, zack. Baron SSR. Das muss geil sein. Okay? Komm, ich mach's hier beim Händler. So. Baron SSR. Oh mein Gott! Ich nehme alles zurück. 40 Damage! Glückwunsch, Carson 40. 40 Damage! Endlich! Ich dachte schon, okay, vielleicht habe ich doch keinen Albtraum. Geil! Also Hades ist 1, ich habe 1, okay. Ja, jetzt kriegt man. Das war's wahrscheinlich. Jetzt habe ich mein Glück verspielt. Oder? Okay, Blood Fury. Ich bin jetzt gespannt hier, okay? Ein hier, okay, ich platziere jetzt mehrere Totems. Dann machen wir hier Hunter Rifle. Wir gehen jetzt hoch zur Statue, okay? So. Halt, nein, nicht öffnen. So. Hier platziere ich Mint Magnum. Hier. Und da. Vielleicht haben wir doch nicht nur Unglück. Okay, nix. Nix. Komm schon. Ich glaube, mit dem Schwert habe ich weniger Chancen. Kann das sein? Oh. Grekon Totem, okay. Hunter Rifle. Komm schon. 360. Bam. Oh. Hades, willst du vielleicht öffnen? Hier. Blood Fury. Komm schon. Ah, Seeds.
Hades, der ist es, okay? Ich spür's. Ich spür's im Blut. Im Blood Fury. Mit der Hand, Hades. Hand. Hey, es geht nicht. Hä? Okay, bist du noch süß gewesen. Alles klar. Leute, ich bin halbwegs zufrieden. Eine Waffe ist okay. Meine persönliche Erwartung war so 2 bis 3 Waffen, ja? Also eine ist nicht schlecht, aber es wäre geil, wenn wir noch was kriegen können. Okay. Zwischendurch, Halbzeit, Leute, würde ich sagen, machen wir ein paar Shiny-Boxen auf. Ich bin super gespannt. Ich habe noch hier. Und wir testen, warte mal. Wir testen nachher gleich noch was mit der Splash Potion. Okay? Shiny-Box. Also mal schauen, was ich jetzt hier rauskriege. Rositingot. Ein Saphir. Roses Eisen-Ingot. Okay. Was gut, Leute. Für die, die nicht wissen, was eine Shiny-Box ist. Es gibt bei Shiny-Box eine 0,4% Chance oder so, dass ich ein Ingot, also ein Bahn rauskrieg, aus einer anderen Dimension. Und damit kann ich mir eine super OP-Waffen machen. Also die normalen Sachen sind geil, aber ich brauche die speziellen Ingots. Komm schon. Ich krieg immer dasselbe. Shiny Box, komm schon. Ich habe 2-mal einen bekommen letztens. Ah, Leute, ich glaube, Shiny Box ist nicht so auf unserer Seite heute. Und der letzte. Please. Oh, nein. Aber Leute, nicht weinen. Ich glaube nämlich, ich habe noch ein paar Coins. Ich kann mir vielleicht so reinkaufen, okay? Und Leute, ich bin nicht süchtig. Oh, ich muss leider los, aber danke für die Einladung. Echt, Hades, du musst schon los? Okay. Aber cool, dass du da warst. Und danke für deine Waffe. Es gibt, wie gesagt, noch einige Probleme. Ja, ich weiß, Leute. Letzte Folge. Ich habe nicht festgestellt, dass es einen Weltenriss gibt hier in Apollo. Also, schau, dass du irgendwie eine Lösung findest, Hades. Bis später. Ciao. Leute, wir kaufen jetzt erstmal bei dem Fritz ein. Oh, mei. So, 2 habe ich noch hier. 2 Shiny Boxen. Okay. Die machen wir am Ende auf. Oder warte, wisst was? Egal. Komm und. Ah, schade. Aber immerhin, wir haben 9 Saphire bekommen. Nicht so schlecht, würde ich sagen. Und einige andere Sachen. Okay. Leute, jetzt kommt mal der Moment der Wahrheit raus, okay? Was kriegen wir? Noxious Greatblade, okay? Ich mach das mal, hier auf. In der Höhle. Noxious Greatblade. Ich glaube, es ist eine starke Waffe. Ich schau mal. Noxious Greatblade. 28 Damage. Ist, glaube ich, stärker als meins. Und vergiftet die Gegner auf einem starken Level, okay? Bitte! Bitte, Noxious Greatblade! Leute, oh Mann, ich habe gar kein Glück mehr. Wenn ich, okay, eine Waffe noch, okay? Eine Waffe, ich bin glücklich. Das ist alles, was ich will. Viper One. Oder wisst ihr was? Terminator. Arnold Schwarzenegger, okay? Du bist der beste Terminator, den die Welt je gesehen hat, okay? Zeig mir deine Kraft, okay? Ich kaufe von mir aus auch auf Amazon all deine Filme, Terminator. Und ich kaufe mir dein Bodybuilding-Programm, was auch immer du willst, mir egal. Please, mit dem Arnold Schwarzenegger-Schwert. Pam! Arnold Schwarzenegger! Okay, komm, Arnie, ich weiß, ich werde nie so gut sein wie du mit deinen Bizeps und deinen Muskeln. Aber Arnold Schwarzenegger, ja, du bist der Terminator. Ich brauche deine Kraft, bitte. Bitte! Ah! Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich habe eine kleine Idee. Pulsator. Ich mache jetzt hier richtig viele Totems auf einen Fleck. Ancient Bow. Und wisst ihr, was ich dann mache? Dann mache ich Folgendes. Dann mache ich Luck rein. Und vielleicht bringen die mir zum Glück. Alter, ich habe schon mal so viele Totems gesehen, Leute. Guck mal, das ist ein richtig geiles Wallpaper hier. Wie die mich alle angucken. Okay. Das heißt. Drauf los. Bitte. Komm schon. Okay, Leute. Ich weiß nicht, ob ich was falsch mache. Nein, Leute. Der Albtraum von Seeds. Er wird wahr. Bitte, ich will keinen Albtraum haben. Oh mein Gott. Es ist das rote Ding. Warte, das muss ich einfangen. Leute, wie kann das sein? Rechnet euch mal bitte die Chance aus. Ich habe wirklich so viel Unglück hier in Apollo. Bitte. Nein. Leute. Das waren ja 12 Totems. Ich muss euch was rauskriegen. Aber ich habe noch ein paar. Wir sind noch nicht fertig. Leute, ich bin Seeds wieder. Leute. Ich habe so viele Seeds bekommen. Das ist, es ist okay. Leute. Flo, kühlen Kopf bewahren. Vielleicht kann Titus mir helfen, okay? Titus? Killt Titus den? Ja! Titus kann mir helfen! Titus, komm! Okay, ich weiß, bist du stark, Eisengolem. Also nicht Eisengolem, ein Magma-Golem. Titus, komm!
Ey, denkt ihr, Teams bringen mir Glück, Leute? Daybreaker. Was ist ein Daybreaker? Das ist einfach ein schwarzer... Es ist ein Wilser-Bogen. Okay, der ist sehr stark. Komm schon, bitte. Ich lasse mal Titus aufmachen. Leute, da kam ein schwarzes Token raus. Okay, Leute, langsam gib mir die Dinos. Ich will noch eine Waffe sehen, Leute. Eine Waffe will ich heute noch sehen im Unboxing. Ich bin gespannt. Wir haben noch einige Totems übrig. Okay, einen für einen Schwarzenegger. Natürlich kommt da wieder nichts raus. Ein Totem lasse ich jetzt mal Joghurt aufmachen. Komm schon, Joghurt. Boom, boom. Bitte. Hey, kann Joghurt überhaupt aufmachen? Ich glaub nicht, oder? Nö. Okay, danke für nichts, Joghurt. Okay, Leute. Vielleicht geben mir meine Schweinekraft, okay? Meine Schnitzel. Bitte. Leute. Ich bin mir echt gespannt. An alle Leute, die letzte Folge abgestimmt haben, wie viel Totems ich krieg. Wie viel Waffen ich krieg. Weil es gab ja 1, 2, 3 oder mehr als 3 oder nur Seeds. Bitte! Übrigens, ich weiß auch, warum ich immer Damage bekomme. Einfach so ohne Grund. Einer hat geschrieben, im Magiemod, ja, jetzt gerade. Einer hat geschrieben, im Magiemod gibt es irgendeine Einstellung, wo man, wenn man zu schnell unterwegs ist oder so, Schaden kriegt. Das kann man aber ausstellen. Oh, komm, boom, boom. Bitte! Gib mir irgendwas raus! Okay. Boom, boom! Gib mir eine Waffe raus! Bitte! Okay. Langsam wird's eng. Daybreaker. Okay, ich mach's hier bei dem Schrein. Ein Viper-Totem. Mach ich hier? Leute, ich hoffe, Plutus bringt mir bald meine Lieferung. Okay, komm. Ein Totem, ja? Wenn ich aus diesem Totem was rauskrieg, dann werde ich, was will ich dann machen? Wenn ich hier aus dem Totem jetzt was rauskriege, aus diesem einen Totem, dann werde ich 500 Euro irgendwo spenden, okay? Spende ich 500 Euro von meinem eigenen Geld an irgendeine, Spenden-Charity-Aktion oder so, okay? Ich kann das sagen, Leute, ja? Ohne irgendwelche Angst zu haben, weil ich weiß, ich komme hier nichts raus. Guck! Okay, was mache ich mit dem Totem? Wenn der Totem, wenn hier ein Item rauskommt, dann mache ich ein Video, wo ich, okay, was kommt jetzt hier? Dann mache ich ein Video, wo ich meinen Kopf gegen den Tisch schlag. Oh nein. Okay. Wenn mit dem Totem was rauskommt, mache ich ein Video, wo ich meine Tastatur gegen meinen Kopf schlag. Okay. Okay. Ist gut. Und wenn mit diesem letzten Totem was rauskommt, Daybreaker Bow Totem. Okay. Kommt mit dem Bogen. Ich brauche eigentlich einen neuen Bogen. Wenn hier was rauskommt, was mache ich dann, Leute? Oh nein, dann werde ich... Oh nein, ich hoffe, ich sage jetzt nicht Falsches. Was ist eine Geld-Challenge? Dann werde ich, keine Ahnung, meinen Kopf fünfmal gegen den Tisch schlagen. Okay, alles klar. Ich gib's auf. Leute, lasst einen dicken Daumen hoch da für das ultimative 1 Million Totem Unboxing. Auspointe. Eine Baron SSR. 40 Damage. Ist nicht... Oh, ich kann sogar reinscopen, warte. Ich habe einen Sniper bekommen. Okay, die ist geil. Und das ist eine Art Bogenwaffe, wo ich eine Art Freund beschwören kann. Eigentlich auch geil, aber die Thales bekommen. Also zwei Waffen sind. Ich hätte mehr erwartet, ich hätte 3 erwartet, aber ist okay. Lasst ein Like da, abonniert mich. Nächste Folge öffnen wir wieder mehr Sachen. Holt rein, lasst ein Abo da. Schau auf Shop.com, können wir hier fürs Verewigen. Bitte und dunkle Saft, weil ich bin schon bald in Berlin, Leute. Holt rein und schau, Leute. Du wolltest schon immer mal mich in echt treffen und dir ein Autogramm oder ein Foto von mir abholen? Kein Problem, ich bin jetzt ab sofort in Deutschland unterwegs auf der offiziellen Team Melone Tour. Mit coolem Bühnenprogramm und vielen Spezialgästen könnt ihr auch dabei sein, nur jetzt auf bit.do/saftig.